Willkommen zurück in Entschrautet. Ich bin mal wieder überall runtergefallen und ein paar Mal gestorben. Dabei habe ich aber auch was gefunden. Für die Bäuerin, eine Imkerpfeife. Ich habe zum Abwehrgehen nämlich so einen Wookie-Boss besiegt. Und der hat die gedroppt. Hier habe ich uns mal Bäume und Büsche gepflanzt. Weil Holz brauchen wir ohne Ende. Und werden wir mal gucken. Quest bestimmt. Imkerpfeife. Ist jetzt noch. So. Quest jetzt abgeschlossen. Auf fruchtbarem Boden. Quest aktualisiert. Gedüngte Farmerde und Honig, Bienenstock, Lehm haben wir ohne Ende, Holz auch. Stroh. Stroh, Stroh, Stroh. So, werden wir einmal anbauen. Dauert bestimmt wieder ewig. Dann machen wir dann eine andere Quest so lange. Den Honig werden wir bestimmt. Also, die Bienenstöcke werden bestimmt Honig geben. Aber hoffentlich auch Wachs. Das brauchen wir für Lampen und all so ein Scheiß. Wäre super, wenn wir davon sehr viel selber herstellen können. Das Feld ist jetzt ein bisschen klein, aber sonst müssen wir jetzt auch noch Holz ernten und sowas. Ein Pflanzenfaser, also wir müssen mehr Büsche anpflanzen. Pflanzenfaser brauchen wir nämlich auch ohne Ende. Mal gucken, welchen Boden ich beim neuen Bauprojekt als nächstes verwende. Wüsste ich jetzt noch nicht. Hier hat mir irgendwie alles so nicht gefallen. Immer ein paar Steinblöcke aufgeschrieben. Müssen wir mal gucken, ob da irgendwas gut aussieht. Das sieht doch viel weiter hinten aus. Naja. So, kriegen wir noch eine Reihe dahin. Dann haben wir Weizen, daraus kriegen wir dann bestimmt irgendwie auch Stroh. Die restlichen packen wir mal wieder weg. Glaube, in dem da, oder? Ja, auch egal. So, und gucken wir uns mal beispielhaft paar Böden an. Ne, das ist falsch. Ja. So. Hochgeschnittener Stein. Kalkstein und Feuerstein. Das sollten wir aber eigentlich alles haben. Feuerstein bin ich mir nicht so sicher. Aber ja, ein bisschen. Ist einfach nur um zu gucken, wie die Böden aussehen. Hier brauchen wir Schutt. Wir gucken uns erstmal den einen Block an.
Oben sieht er gut aus. Aber die Sache ist, wie sieht er von unten aus? Kann man das als Decke nehmen? Oder generell als Fußboden? Nur noch mit anderen Steinboden. Hier haben wir noch veredelten Holzblock, der ist aber sauteuer. Der sieht von unten nämlich echt schick aus. Aber der ist halt richtig teuer. Mir echt unschlüssig. Das soll nur eine Decke werden. Wow, die Kosten für den. Holzbretter, 15 Stück braucht man dafür für 100. Und ich brauche allein pro Fußbodenetage 10.000 Blöcke. Also, ja, gut aussehen tut er ja. Aber weiß ich auch nicht. Mal überlegen. So, und das kommt da wieder hin. Dahin. Hat auch gedacht, der hier, aber da brauchen wir wieder Indigo ohne Ende. Der sieht nämlich von unten auch schick aus. Das ist ja der Boden, so sieht er von oben aus. Und so sieht er von unten aus. Aber dann muss man wieder stundenlang Sandstein und Indigo farmen. Dann machen wir jetzt erstmal irgendeine andere Quest. So, wir hatten ja noch einen Test der Fähigkeiten. Machen wir die mal. So. Da können wir auch einfach hinspringen. Das ist ja einfach. Gucken. Hinter dem erstmal, aber hinter welchem? Also da, welches erstmal ist denn das? Das da vorne, oder? Dann wäre doch der andere Turm sinnvoll, oder nicht? Der ist so flach. Yeah. Also, jetzt kommt gleich... So, oder? Hier links ist jetzt Miasma. Das ist das Miasma. Irgendwo da links dran vorbei. Hier. Also jetzt geradeaus. Ein ganz kleines Stück nach links. So. Da irgendwo muss das sein. Irgendwo an dieser Bergwand. Standort unten. Ah, okay. Geht einfach vom Obelisk drumherum. Oh, das war der letzte Obelisk im Düsterdickicht. Neuer Marker hinzugefügt. Miasma-Wurzel. Ah, hier ist die letzte Miasma-Wurzel, die mir fehlt. Ist da der Eingang? Nur von hier hin springen können. Ich habe mich schon die ganze Zeit gefragt, wo da die letzte Miasma-Wurzel sein soll.
Wurde ja nicht angezeigt. Also. Da hinten. Hier muss das sein. Aber wo ist das? Ist das unten drinne oder gar recht? Hier oben eine oder? Standort unten. Aus dem Miasma. Und eine Wand, super. Hat nicht drei Würfe? Ach doch. Meter, es muss ja hier irgendwo sein. Sind nur Wände. Und okay, hier sieht man gar nichts. Wand. Höhle. Wand. Wandhälfte, wie kommt man hier wieder raus? Das war im Jasma, aber eine Wand. Ah, hier ist ein Tunnel. Ja. Da hinten. Die hätte ich ja nie gefunden. Ach, Käfer. Hier ist ja was los. Noch mehr Käfer. Haben wir es jetzt hier? Die sind ganz schön nervig, diese Käfer. Immer noch nicht die letzten. Ah, okay, doch, war's. Nur gedauert. So, dann hätten wir die auch. Nehmen wir ein bisschen Leuchtbewuchs mit. Aber wenn wir schon hier sind. Tente ist der Leuchtbewuchs echt gut. Braucht also abbauen dauert zwar. Man braucht 5 Stück immer. Mal gucken. Also 10er, 20 mit. Sollte schnell gehen. Dann können wir mal gucken, wo die anderen Quests sind. Weil da irgendwie gut schnell hinkommen. Also findet man echt nur durch die Obelisken die letzten Jasma-Wurzeln. Ein paar echt gut versteckt sind.
kann einen Leuchtbewuch bestimmt auch als Erdblock setzen. Sieht auch cool aus. Um einen machen wir noch. Ah, jetzt. So. Dann haben wir hier alles abgearbeitet. Die Miasma-Wurzeln ist überall ein Haken dran. Oben sind echt wenige gewesen. Oh, ja. Hier haben wir noch eine. Da haben wir eine Quest. Das ist bestimmt auch eine Miasma-Wurzel oder so. Und hier haben wir eine Quest. Wollen wir die mal machen. Am besten Leuchtbewuchs wegpacken, sonst nicht das Versterben und so. Muss ich den Scheiß wieder sammeln gehen. Also wiederholen. Hier. So. Das kann hier bleiben. Der Steinblock. Ach ja. Das muss ich mitnehmen. Diese vier Sachen könnten hier bleiben. Wer weiß, was wir jetzt noch für einen Scheiß sammeln. Mal gucken. 430 Meter. Welches der Gebäude ist? Geradeaus, Stück links. Was da? Ist das ein Respawn-Punkt? Oder ist das eine Flamme? Oh Gott. Ja, die sind schwer beschäftigt. Die lassen wir mal in Ruhe. Wo war denn das Ding? Wie weit bin ich denn? Da hinten. Respawn-Punkt, okay. So. Ja, betäubt, ey. Wenn ich an ihm vorbeigelaufen bin. Mehr Katzen. Boah, ja, dies dauert ewig, bis er schießt. Katastrophe. So. Ah, das Gebäude oder was? Ja, hast du. Gratis Loot. Ja. So, Zettel, Zettel, Zettel. Was ist denn? Wildes Vogelfleisch liegt hier rum. Weißt du Bescheid? Ja, mittlere Entfernung ist auch ein Witz. 2 Meter meinen die wohl. So, haben wir hier irgendwas Schönes? Ist ein Henker? Dieser Volltipp, der auf uns geschossen hat. Na, da er nicht sonderlich treffen kann. So, neuer Ort hinzugefügt. Jetzt müssen wir da runter. Scheiße. Oh, warte, wir könnten ja von oben springen. Ich sehe gar nicht. Andauernd ist in diesem Spiel dunkel. Gerade eingeloggt, schon wieder dunkel. Eine Tonne dreht. Oh,
Großteil des Spiels ist einfach nachts. Man das nicht ausschalten kann, wenigstens zum Bauen, das nur tagsüber ist. Weil gefühlt ist also 40% tagsüber und 60% ist nachts. Die alle absammeln ist auch ein Erfolg, aber was nicht markiert wird, ob man die schon hat oder nicht. Müssen wir ins Miasma. Und dort unten. Wen wundert. Ich habe so keinen Bock auf das Miasma da unten. Wir müssen dahin. Nur damit wir dann dahin kommen. Überspringen wir einfach. Eh wieder nur so ein doofer Zettel. Ah, guck mal. Wesentlich besser. Hier hin. Ja, wenigstens ein Skillpunkt. Oh. Ah, mein Skillpunkt hat jetzt aber auch gedauert, du. Oh, da ist ein Spawner. Gar keinen Nerv drauf. Wo ist noch irgendwo ein Spawner? Da ist noch einer. So. Und wo hat der seine dümmlichen Werkzeuge jetzt? Hier ist ein Zettel. Und Carlos. Eine Truhe mit Müll. Hm. Überhaupt nicht. So. Jetzt bei Ihnen sind. Also hier geradeaus Stück links. Und das ist noch ein Spawner. Ich gehe kaputt. Ah. Geradeaus Stück links. Hier ist eine Brücke. Einfach übersprungen. Ich war nicht ein. Ein legendäres Schwert gefunden. So, jetzt fragt man sich, ah, wie komme ich hier wieder hoch? Ah. Oh, da ist eine Tür. So, mal irgendwie, mach mal Lampe an hier. Oh. Oh. Oh, und dann kommt man da durch. Oh, Lampe an. Tür. Oh, da ist ein Zettel. Super, jetzt müssen wir hier nochmal rum, nur wegen diesem Zettel. So, danke für den Zettel. Und hier haben wir eine Treppe. Oh, und schon sind wir oben. Noch ein Zettel. Nee. Warum leuchtet denn das rot? Kommen wir nicht hoch, oder was? Ja, wollen. Cool, die sind weiter weg als gedacht. So, wie kommen wir jetzt da wieder zu mir? Erstmal was hinter uns. Ja, ist klar, Dreckskäfer, ey. Hier runtergefallen. Also ich sterbe am meisten in dem Spiel nur wegen dem Runterfallen. Da ist die Brücke. Da so. Oh, da ist noch ein Zettel. Aber wir treiben es ja gar nicht hier mit Zetteln.
Danke. Einmal schlagen hätte auch gereicht. So. Müll. Hier, das gibt Dingens. Pflanzenfasern. Ja, halt, wenn er treffen würde. Die brauchen wir, die brauchen wir, die brauchen wir. So. Hier war mir erstmal frei. Ne, warte. Hier war mir erstmal freie Zone. Hey, warum leuchten das immer noch? Ach, das nur im ersten Uhr. Die kann uns ja egal sein. So, im ersten Mal freie Zone. Haben wir hier noch irgendwas? Die Bitte des Schmieds. Könnte man machen, wenn man von oben springt. Kann man die im ersten Mal Wurzel machen. Aber hinlaufen werde ich sicherlich nicht. Und da wir seine komischen Werkzeuge haben, vielleicht kann man das Ganze überspringen oder da liegt halt ein Zettel, den man finden muss, damit man den nächsten Zettel findet. Keine Ahnung. Erstmal bringen wir dem jetzt seine Werkzeuge. Und es ist furchtbar, wie viel Holz man braucht in dem Spiel. Sammeln Sie 10.000 Holz, machen Sie daraus Kohle, schmelzen Sie Sachen ein, nutzen Sie die Kohle für was anderes und dann machen Sie aus der Kohle noch Staub. Also wochenlang ist man nur am Farmen von irgendwelchen Sachen. Ja, so. Komm, hier sieht aus wie... Ach, scheiße, ein so weit hinten. Oh ja, ja, hast neue Quest. Nee, hast du nicht. Aber irgendeinen Scheiß herstellen. Irgendwas konnten wir nicht herstellen. Zäune werden auch mal. Ja, hier braucht man auch Kohle für. Wen wundert's. Ob sie hier kriegst du zwei Zäune und beim Schreiner kriegst du einen Steinzaun. Voll Sinn. Da ist der Tüter, seid ja irgendwie so ein Kack. Ja. Müssen wir die echt machen? Kann ja auch nicht wahr sein. Dann reparieren wir kurz unseren Kram. Dann springen dann da nochmal hin. Diesmal fliegen wir direkt runter. Sieht sich ganz schön seine komische Quest. Oder sein dämliches Werkzeug schon hat. Der Typ ist auch nur am uns hin und her schicken. Guck mal, ich habe da einen Zettel verloren. Guck ihn dir an und lauf dann noch halb über die Map. So. Hinter dem ersten Felsen. Dann werden wir da mal hin. Und irgendwo in einem dieser Löcher ist dann bestimmt die andere Miasma-Wurzel. Mal schön Skill. Oh, da ist der. Und da ist ein Brunnen. Es ist ja super. Da sind bestimmt Bosse drin. Aber egal, wir haben jetzt den ewigen Feuerzauber. Stellen wir uns einfach ein bisschen auf Entfernung hin. Busch. Oh nee, Käfer. Nee, Käfer, ja, ich habe keine Waffe in der Hand, du Vogel. Scheiß Käfer. Ja, auf den Sack. Mann. Oh, hier, noch ein Käfer. Alter, ist nicht wahr.
Es wird alles zerlegt. So, wo waren jetzt die Tricks? Ich könnte rein. Kommt mal her, kommt mal her. Oh, gar nicht gut. Jetzt hat er mir die X-Keule. Meine. Legen, zerlegen. Level 18, ja, guter Mensch. So. Die brauchen wir immer. Manchmal verlieren sie noch einen auf dem Weg, wenn man sie angreift. Aber ich sehe jetzt keinen auf dem Boden liegen. So, wo ist denn jetzt? Wo ist denn dieser blöde Brunnen? Das dahin? Aha, ja. Zack, oh, Kacke, voll dran vorbeigeflogen. Oh nee, Kiefer, ey. Spring noch darunter, du Vogel. Oh, 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 oh. So, wo ist die Wurzel? Also hier durchgleiten wollte ich jetzt nicht. Hier ist bestimmt wieder überall dieser Miasma-Fluss. Mal sagen, irgendwo diese Richtung. Nee, ist nicht wahr. In dieser Höhle will mir auch alles auf den Sack gehen. Mhm, das Vieh trifft mich, ich nicht, oder was? Komm, leck mich. Mann, Mann, Mann. Da ist dieser Miasma-Fluss. Oh Gott, da sind Versteinerte. Das heißt, es ist eine Brutmonstrosität hier drin, wenn wir Pech haben. Aber mit einem Henker. Ist diese blöde Wurz. Der mich jetzt hier so ein Käfer runterschubst, dann kriege ich die Krise. Oh ja, guck mal da unten. Und das Vieh von hier. Wir treffen von hier. Weiß er ja auch. War nicht gut. Bitte. Nein. Runtergefallen. Also von hier ist echt schlecht. Ich bin von hier nicht. Wir machen mal ganz sneaky einen auf den hier. Auch hin. Und jetzt können wir uns kurz, während das hier auf uns schießt, uns hier ein bisschen umgucken. Die. Wo kann man auf ihn schießen? Kommen die denn jetzt her? Oh, hier drin will mir alles auf den Sack gehen. Ja, klar schon. Boah, ich habe keinen Heiltrank, ich gehe kaputt.
haben wir auch noch diese Käfer hier. War aber knapp. Eine Seele hat der nur gebracht. Bestimmt eine Kiste. Da geht's hoch. Da stehen ganz viele. Wetter? Oder ist da auch ein Weg nach... Oh, ist auch nur ein Weg nach oben. Naja. So, dann gucken wir mal in Ruhe, dass wir die Quest auch abgeschlossen haben. Wir haben ja seine komischen Zettel gefunden. So kommt man immerhin aus diesem Krater wieder raus. So. Da ist noch eine, da kann man aber scheinbar oben reinfliegen. Jetzt ist hier ein Sonnentempel als Quest. 1, 2, 3, 4. Erstmal Wurzeln. Oh, vielleicht auch noch eine. Hier ist auch noch eine. Witzige Angelegenheit. Ich war hier oben. Hier kommt man bis auf die Schneeberge. Man kann da auch Stein abbauen. Einen Altar platzieren. Man darf da aber nicht bauen. So. Hier unten, ja, das ist noch rot, da kommen wir gar nicht hin. Wir haben jetzt diesen Sonnentempel. Herz aus Eisen und einen blöden Leiter herstellen. Wahrscheinlich müssen wir das machen, damit irgendeine andere Quest getriggert wird. Mal schauen. Bei dem da gehen. Welchen sollen wir herstellen? Fortgeschrittenen Gleiter. Was ist denn das? Der da. 4 Leinen, 4 Garn. Der stellt Forderungen. Guck mal, wir haben Stroh. So. Ah, geil, der kann ja super teilen hier. Komm, Alter, dann schissen. Eine Tricksquest. Mann, ah ja, 4 Garn, 1, 2, 3. Ja, siehst du, dafür brauchen wir den Scheiß. Wow. Achten wir erstmal Säcke für einen Scheiß, den wir nicht brauchen. Oh, hast du jetzt eine andere Quest, du Vogel? Du hast nicht Holz. Befreit. Also Sonnentempel oder Herz aus Eisen müssten wir machen. Ja, das ist ja gar nicht weit weg. Also eine Miasma-Wurzel und Eisen. Eisen könnt ihr hier oben in der Höhle sammeln, habe ich euch ja schon mal gezeigt. Also falls ihr befreit, das im Miasma zu sammeln. Quest kriegen wir nicht. Können wir diesen Scheiß jetzt eigentlich... Geil, ja, können wir nur löschen. Was soll ich damit? So, Stroh anbauen. Das war für... Dingenskirchen. Nee, ja, das kann er mal knicken.
Also. Wo war für Bienenstöcke, genau. Dann werden wir jetzt mal Bienenstöcke schnell uns genehmigen. Weil das Stroh, was wir oben angepflanzt haben, das wird bestimmt noch nicht fertig sein. Ich will ja mal gucken, aber ich glaube nicht. Denke ich auch nie dran. So. Warum packt er die Miasmasilie da nicht rein? So, schon wieder irgendein Kopf, Fleisch, Fell. Sammelt sich mal Scheiß an. Eindeutig zu wenig Kisten. So, der Stroh müssen wir mitnehmen. Den einen tun wir da in die Kiste. So. Gleich nach oben. Oh nein. Jo, was hier unten drin ist, das nimmt er nicht raus. Das muss man immer drauf achten, so eine Scheiße. Er hat eine Quest. Volllödel. Was will er denn? Ein Labor. Ja, cool. Wo finden wir das? Zeig an. Da. Hier ist der verfluchte Sonnentempel. Handgräberlager. Miasmawurzel. Ödland. Von der darüber. Ja, oder? Und der ist zu weit. Dann machen wir das nächste Mal. Instrumente für ein Labor. Dann können wir uns wahrscheinlich das Trüböl herstellen, was wir brauchen, um riesige magische Kisten herzustellen. Dafür muss ich dann aber noch Miasma-Seelen farmen gehen. Aber kein Problem, springst du an. Den ersten Miasma-Brunnen rein, tötest den Boss, lootest seine Seele, lädst neu und machst das noch 20 Mal. So. Da einmal. Fleisch kommt. Haben wir doch, ja, haben wir. Ich halt nicht rein. Machen so einen komischen Vogelscheiß. Hier haben wir auch noch welche. So, Bienenstöcke, Alter. Ja. Honig, Bienen. Leben. Oh, kein Leben mit. Wir brauchen echt diese magischen Kisten. Katastrophe, jetzt muss ich von A nach B laufen. So, danke. Über 10 Stück herstellen, wenn wir genug Stroh dabei haben. Das eine, ja, das wächst ja auch in super Abständen. So. Stroh, Lehm, Holz, davon brauche ich nichts wirklich. Echt, man braucht 20. Ich kann. Alter, 20 Stroh für eins und fünf. Welchen die jetzt hin? Wie groß ist denn der? Du Scheiß. Ja, komm. Sieht aus, als würden die hier hin wollen. Wo ist denn da vorne? Pausiert. Wasser und Zucker, dafür kriege ich Drecks Honig. Lohnt ja mal gar nicht. Pflanzenfaser und Wasser, das ist schon besser. Honig brauchst du gar nicht. Und zwar das, den Zucker, den du hier reintun sollst, bringt viel mehr, wenn du den verzehrst, wie wenn du den Honig verzehrst. Also Pflanzenfaser und Wasser. Das heißt, wir brauchen noch mindestens 2-3 Brunnen. Und noch ein Feld nur für Pflanzenfaser. Ich kann euch das kurz zeigen. Ja. Zucker. 20 Ausdauerregeneration für 5 Minuten. Ein komischer Honig. 15 Ausdauerregeneration 3 Minuten. Also, soll ich mal verbrannt, da den Zucker reinzuwerfen, um Honig zu kriegen. So, wir brauchen jetzt dann aber, na, weiß nicht, 10 Stück von diesen komischen Dingern sollten wir bauen. Das heißt, der Stroh da wird bestimmt nicht reichen. Wir brauchen jede Menge Pflanzenfasern, die kriegen wir hier aus Büschen. Aber viel mehr. Aber das heißt, wir brauchen hier noch viel mehr Felder. Ich habe die jetzt, wie gesagt, alle erstmal für Bäume genutzt. Und zeigt dann die ja nicht an da hinten. Zeigt an, ich habe keinen Weg dazwischen. Weil das
brauche ich für Palmenholz. Du brauchst Palmenholz und normales Holz. Außerdem musst du Holzscheite in Kohle verwandeln. Fürs Schmelzen musst du auch jede Menge, weil ich Bronze ohne Ende brauche für Lampen. Für Sonnenlampen zum Beispiel und andere Lampen brauchst du Bronze ohne Ende. Und für Kerzen, für Kronleuchter brauchst du Wachs. Da ist super, dass wir das jetzt herstellen können hier. Oh, warte, ich habe ja 4 mit. Hat 4 eingesammelt. So, 4 Wasser. Wo ist mein Wasser hin? Ich könnte. Die hat schon wieder in ihre blöde Kiste bei der Bäuerin gepackt. So, ja, komm, hör auf jetzt. Meine. So, mach mal. 2 Minuten. Reinwachs. Ja gut, vielleicht brauchen wir 50 von den Dingern. Ja, also 20 bis 50 Bienenstöcke. Vollballer mit Pflanzenfasern, dann kann er erstmal durcharbeiten. Heißt, wir brauchen aber mehr Brunnen. Okay, wir haben die Schmiedewerkzeuge, obwohl da jetzt nichts freigeschaltet ist. Wahrscheinlich konnten wir irgendwas nicht bauen. Aber naja, immerhin, es war eine Quest, also so schlimm ist jetzt auch nicht. Dann holen wir beim nächsten Mal das Alchemielabor. Hier. Eigentlich fängt diese blöde Questreihe da einfach nur an. Hoffen, dass wir die schnell zusammenkriegen. Dann müssen wir einmal noch alle Miasma-Wurzeln abarbeiten. Unser Flammenaltar aufwerten, weil hier ist ja alles rot. Hier zum Beispiel kommen wir überhaupt nicht hin. Zu denen, weil die alle im roten Bereich liegen. Haben wir bestimmt ein paar Fähigkeitspunkte. 8 Stück. Kann man dann mal upgraden irgendwas. Bienenstöcke. Also viele Landwirtschaften so machen. Viele Brunnen. Und das Alchemie-Ding als erstes. Um zu hoffen, dass wir damit dann Kisten herstellen können. Ne, warte. Der kann die herstellen, ne? Da. Da brauchen wir Trüböl. Ich hoffe, dass wir das damit herstellen können. Ruhe herstellen ist kein Problem. Die Seelen brauchen wir nur sammeln. Okay, dann hoffe ich, hattet ihr Spaß und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann.